Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Und damit, was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zum 10. Uncharted 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört, wo der Sturm richtig am Abgehen ist. Und wir müssen jetzt weitergehen und die Höhle erkundschaften, die wir letztes Jahr ganz hinten durch dieses Tor gesehen hatten, wo wir da in die Grabstätte von Henry Avery reingegangen sind. Da war ja unten noch Jesus am Kreuznagel am Hängen, Alter, und dann rechts, links die anderen zwei neben ihm. Und dann haben wir die Sachen verdreht und dann konnten wir durch diese Luke da quasi sehen, wo wir jetzt lang müssen. Und jetzt sind wir hier angekommen bei der Höhle, Alter. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird, Alter. Es wird gerade immer stürmiger. Ich bin gespannt, ob dieser Rave auch gleich kommen wird. Guck mal hier, das Schnee. Achtet mal auf den Schnee, wenn man mit den Füßen da reingeht, Alter. Wie krank. Das ist auch heftig. Das sind alles, das ist feinste der Teilarbeit, worauf viele Zocker gar nicht achten. Aber ich bin so einer, der achtet auf sehr, sehr viele Kleinigkeiten, Alter. Man sieht das hier auch richtig geil, wie das gemacht wurde. Und dann würde ich sagen, Freunde, machen wir auch direkt weiter. Los geht's. Da ist die Höhle, glaube ich. Ich glaube, das ist die Höhle. Diese Schornleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Wow, das Wasser hier, Alter. Oh, kalt. Oh, krank, Alter. Ich liebe solche geilen Grafiken, ne? Vor allem bei Uncharted, ey. Junge, Junge. Oh, wir haben eine kleine Spalte, eine Ritze. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Alter, wo geht's denn jetzt hier lang? Ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Was muss da rein in deine Hand? Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Boah. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Ei, Haken. Okay, dann mal los. Ei. Wow. Ernsthaft? Wischte das an den Rahmen. Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island-Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Ach du Scheiße. Eine verdammt gute Frage. Eieiei. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Ich finde diese Zeile voll cool, Alter. Das war auch im Trailer gewesen. Wir gucken uns das nochmal hier an. Moment, so. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery und Thomas Tu würden uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Oha, Alter. Oh, krass, guck dir mal diese Eiszapfen an, ey. Oh, shit, ey. Anscheinend ist Rafe hier in der Nähe. Sicher wie die anderen. Ei, jetzt ei, hat sie gehört. Eieieiei. Eieiei. Lauf, spring! Sie hält. Los! Schnell, schnell, schnell! Eieiei. Sam, Junge. Sam, komm! Ey, ich hab kein gutes Gefühl. Guck mal, der hat richtig Angst, der ist davon am Stehen. Komm jetzt, zieh durch. Lauf, diese lauf! Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Auf keinen Fall. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Die erinnern mich gerade richtig an Uncharted 2, diese Höhle hier, Among Thieves. Oh nein. Oh, ich hab jetzt noch Steine. Okay. Oh, wow. Spring! Perfekt. Alter, das ist ja voll die kranke Höhle hier. Also, zu diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden.
ist ja am Beben ist, ne? Wir sind, glaube ich, unter der Kathedrale. Oh, shit. Ach, scheiße. Also zurück gehen wir nicht da lang. Eieiei. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Alter, was ist das denn? Das sieht ja mal richtig heftig aus. Warum habe ich das Gefühl? Raffiniert. Dass das ein Rätsel sein wird. Irgendein Rätsel wird das sein, 100%. Ich sehe das schon, das ist ein Rätsel. 100%, oder? Was sagt ihr, Leute? Noch ein Hebel. Ja, ich ziehe noch schnell die Hand. Ach, wow. Himmel. Das war bestimmt eine Falle, ey. Ziemlich ausgeklügelt. Test. Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Hm. Okay. Was soll ich mit dem Eimer? Was jetzt? Da geht's irgendwo runter. Ah, vielleicht Wasser auffüllen, würde ich jetzt mal sagen. Aha. Siehst du? Eimer voll. Gut, nimm den. Gib ihn mir hoch. Eieiei. Mit einer Hand wieder das machen. Hat da doch ein bisschen Bizeps in den Armen, der Sam. Stell ihn zurück auf das große Rad. Ja, ich komme erstmal hoch. Sehen, wofür die Räder sind. Okay, ja, den muss man auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Tagebuch. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Hm, dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Okay, und Jesus ist auf dem weißen Kreuz. Ne, auf dem schwarz-weißen Kreuz. Okay. Cool, ist das? We received the due award of deeds. Ne, mit Englisch weg damit. Okay, die Frage ist, was hat das jetzt zu bedeuten mit den Dingern? Wir schauen einfach mal. Ich schaue jetzt mal, wie ich das hier bewege. So, bewege. Boah, das ist gerade. Warte mal. Man muss hier ein bisschen überlegen. Ich glaube. Nee, was soll man denn jetzt hier schaffen? Warte mal, wir gucken einfach mal. Ich versuche mal auch die anderen zu bewegen. Ich glaube, alle drei Kreuze müssen im Licht sein, oder? Oder täusche ich mich da? Ich weiß es ehrlich gesagt. Wir schauen einfach mal selber, Leute. So, ist das zweite Kreuz im Licht, aber das dritte... Jetzt sind aber auch drei Kreuze im Licht. Vielleicht ein viertes gibt es ja nicht. Aber vielleicht muss... Ah, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Ja, in der Mitte... Genau, ja. In der Mitte muss nicht das Kreuz sein. In der Mitte... Moment, das ist schon ein bisschen falsch so. Das ist... Das ist immer... Abnormal schwierig, Leute, ey. Ich glaube, in der Mitte muss das ganz obere Kreuz sein. Das zeige ich mal. Ah, das kann man auch bewegen. Ah, ich verstehe. Okay. Also das schwarze Kreuz... Wir gucken uns nochmal... Guckt euch mal die Karte an. Da sind drei Lichter. Ich würde sagen... Ey, das ist verdammt schwer, Leute, Mann. Wir gucken... Also. Schau nochmal ran. Hey, Sam. So. War Dismas links von Jesus? Hm. Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Wir lesen, was hier steht. Von links nach rechts, oben nach unten. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir ins Paradies, im Paradies sein. Cool, ich hänge hier nur so rum. Viel Spaß, Leute. Dismas, guter Dieb, Jesus. Jesus, Gestas, böser Dieb. Ihr seht auch rechts hier, das muss so geordnet sein. In der Mitte muss das Kreuz von Jesus sein. Links das von Dismas und rechts von Gestas. Und so muss es auch dort geordnet werden. Und die Frage ist, was dort oben ist. Ich denke mal, oben müsste dann der 100% dieser Wasserding sein. Das muss oben sein, dieses Wasserding, ja? So müssen wir das hinkriegen. Genau so. Zack. Perfekt. Hey, warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. So, und jetzt... So passt das schon mal mit dem Jesuskreuz. Jetzt müssen wir noch das von unten nach da... Boah, das ist gerade richtig schwierig. Warte mal. Ich überlege gerade. Okay, hier müssen wir jetzt... Ich glaube so... ja, Mann, das klappt! Jawohl, ich bin der Beste. Guck jetzt. Bam. Geschafft. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Eieiei, jetzt aufpassen. Stefan, wird er erstochen? Aber das müsste passen, Alter. Das müsste passen. Ei.
Zeitgulasch. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Aber das Rätsel war jetzt in Ordnung, Alter. Das habe ich direkt herausgefunden, Leute. Da musste ich nicht lange überlegen. Man musste schauen, wie man alles bewegt. Ah, da ist ein Seil. Ein Kletterhaken. Da kein Kletterhaken, oder? Schon besser, ey. Okay, hier geht's auf keinen Fall, weil da ist der Weg versperrt. Also Seile waren schon Pflicht, sage ich mal, für diese Mission. Boah, guck mal, wie es ja da runter geht, ey, Junge. Diese Höhle, wirklich, gleich kommen wieder diese Monster aus Uncharted 2. Wisst ihr das noch? Aber Rafe muss hier irgendwo sein, sonst wird das niemals hier so wackeln. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. 100%. Gute Idee, suchen wir einen Weg hoch. Oh, dieser Mönch macht mir da hinten richtig Angst. Okay, da geht's hoch. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Komm, Sam. Zack. Ja, perfekt. So, jetzt müssen wir uns irgendwie nur hochhelfen. Okay. Aber wir könnten uns auch hier hochziehen. Ich habe hier oben was für dich. Dann gib mal her. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Ah. Gute Idee. Eieiei, das wird schon gar nicht laut sein. Eieiei. So. Oha, da springt er einfach darüber. Hui! Alter, so ein kleines Ding halten die sich fest. Ja, schon okay, der ab und zu ist schon ein bisschen unrealistisch, Leute. Aber das gehört zu Spielen dazu, Alter. Das kann ja nicht alles so krass realistisch machen. Das ist ja echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Junge. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Das stimmt, ey. Spring. Also Sam ist aber auch noch gut in Fahrt, würde ich mal sagen. Was hier drin ist. Hey, die Decke ist niedrig. Pass auf deinen Au. Ja, ich passe auf meinen Au. Ich passe auf meinen. Hier lang. Wo bist du? Oh, eine Ratte! Hallöchen! Guten Tag! Ratten, ey. Ich sehe hier ein Licht. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Ja, siehst du, wir sind unter der Kathedrale, habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, das war eine Shisha, Leute. Ich dachte, das war eine Shisha, ey. Amy Deluxe, da oben ist der Badgerkopf. Geile Scheiße. Ja, Freunde, was wollte ich sagen? Ich habe mir überlegt, auf jeden Fall mit Outlast wieder zu starten. Das habe ich auch gestern bei, bei Quantum Break, beim Finale von Quantum Break gesagt. Also Outlast wird kommen und ich denke, ich werde Prison Break Let's Playen, damit wir zwei neue Spiele haben, weil wir haben jetzt Far Cry Primal durch und Quantum Break. Also ist jetzt nochmal Platz für zwei neue Spiele auf diesem Kanal. Und ich schaue mal, ob ich direkt zwei neue machen werde oder ob ich erstmal nur Outlast machen werde. Da muss ich noch überlegen, Leute. Weil wir haben ja Uncharted und das kommt jeden zweiten Tag. Deshalb wäre das, glaube ich, ein bisschen zu blöd, wenn wir fünf Spiele gleichzeitig hätten. Und dann erstmal vier, bis Uncharted durch ist. Und danach machen wir wieder noch zwei weitere. Also wir schauen einfach mal. Also ich überlege mir da auf jeden Fall was Gutes und es geht dann los mit den neuen Spielen jetzt die nächsten Tage. Macht euch da keine Sorgen, also mit Outlast. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Nach rechts wahrscheinlich, oder? Oder da? Eieieiei. Ey, hört mal! Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Bestimmt wegen den toten Leuten. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in zwei Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen.
Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Aber mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Ich würde die erstmal hier so wegballern, auch in dem Raum auf dem Tisch jetzt hier. Ich würde die Tür abschließen und die so wegballern, aber egal. Oh nee, Alter, ich hoffe, der entdeckt uns jetzt nicht. Wir sind genau unter ihm. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Genau, weiter geht's. Chefoll schreit einfach um. Grave! Scheiße. Ah, da rechts geht's weiter. Anbau, die wohl gesprochen haben. Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Alter, guck mal, wie tief das hier unter die Erde geht, ne? Es gibt bestimmt noch so viele versteckte Orte, die die Menschen noch gar nicht entdeckt haben von den früheren Menschen, die früher gelebt haben. Sowas wie das, solche Grabstätten und sowas unter der Erde, Alter. Da bin ich. Ey, da, sowas finde ich mega interessant, Alter. So, auf so einem Abenteuer würde ich mal gerne einmal sein, Leute. Stellt euch mal vor, ihr habt gerade dieses Abenteuer bei Nathan Drake. Er ist unter der Erde und erkundschaftet hier alles, meine. So mit mehreren Freunden oder so, das wäre zu krass, oder? So ein Abenteuer einfach nur. Da hätte ich abnormal Bock drauf, Leute. Ihr bestimmt auch, oder? Ich bin so ein richtiger Abenteuertyp, Mann. Ich mache gerne solche Abenteuer mit. So. Okay. Ja, super. Wie kommen wir da hoch? Ja, jetzt haben wir die Arschkarte. Wie kommen wir da? Ah, da, nee. Hä? Ah, da ist ein Raum, oder? Nee. Warte mal, schaut euch mal ein bisschen genauer um, Leute. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Ja, das ist jetzt schwierig, Leute. Eventuell zum Klettern in 1 gedrückt halten. Was soll man das bringen, da hochzuklettern? Kannst du mir das mal sagen? Oder kann man... Ich schau einfach mal nach, wir klettern mal hoch. Wir können auch theoretisch gesehen runterklettern und unter dem Seil nach links springen. Ja, siehst du, guck mal, was wir da Schönes haben. Habe ich's doch gewusst. Irgendwo ist da was versteckt. Uiuiui, pass auf, ne. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ich hab gerade gedacht, das wird ein bisschen knapp werden, aber er hat's geschafft. Ah, da ist so eine Kiste zum Runterschmeißen. Ey, Leute, ich hab gar keinen Bock auf Outlast. Ich werd voll Angst haben. Ich werd... Hier. Kiste unterwegs. Mann. Ich stell vor, der die Kiste mit dem erschlagen, einfach weil er gestorben ist, ey. Von der Kiste. Der wäre so behindert. So. Wir haben jetzt schon 10 Folgen, Alter. Das ist so schnell, wie die Zeit vergeht, der mit Uncharted, ne? Ja, wir sind jetzt schon wieder fast 20 Minuten am Zocken, Leute. Die wir Zeit nähern uns definitiv rennt. Der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Ach du Scheiße. Hier ist ein Weg und. Hinten war auch ein Weg. Die Frage ist, welchen Weg nehmen wir? Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Das ist echt krass, ne? Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Alter, was ist das für ein Versteck hier, Alter? Guckt euch das mal. Oh nein. Ey. Das war gerade nicht mein Ernst, oder? Das war die Stelle, wo wir vorhin hergekommen sind. Wir sind doch vorhin von daher gekommen. Und ich springe einfach wieder zurück. Ich bin doch dumm. Aber guck mal, da ist so ein Undercover-Weg. Sieht ihr den? Und ein Schatz? Eieiei. Egal. Vielleicht kommen wir ja jetzt da oben wieder raus. Das wäre nicht schlecht, ey. Ich Idiot, spring einfach zurück, da wo wir gerade schon waren. Ja, sehr wohl. Guck mal, der Öni hat recht gehabt. Guck mal. Aber da habe ich gerade einen Schatz gesehen, Leute. Aber was für neue Verstecke die in dem Spiel haben, ist schon krass, oder? Habt ihr es gerade auch gesehen?
Hier war der Schatz nicht, aber guckt euch das mal an. Ich finde, das ist richtig krass. Das ist ein krasses Versteck. Und wir finden diesen Schatz auch noch. Den habe ich gerade nur aus Zufall gesehen, Leute. Habt ihr den vorher schon gesehen? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Einfach hier versteckt. Krank. Was ist das? Irgend so ein Totenkopf-Kompass. Untersuchen mit Optionen. Nee, hat er schon wieder weggepackt. Egal, komm, wir machen jetzt weiter. Oh, das ist aber ein heftiger Schatz. Alter, diese Unterwelt hier, ey. Da ist wieder... Ah, wir können die... Wird schon schief gehen. Eieiei. Der will das nicht ernsthaft herziehen, oder? Er will sich da hochziehen dann, glaube ich. Eieiei. Komm, Nathan. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Boah, ich hätte dem das Ding nicht vertraut, Alter. Das ist schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. So, jetzt müssen wir uns was überlegen, Leute. Es wird, glaube ich, nicht so einfach werden. Eieiei. Okay, Leute. Überlegt euch mal was. Was könnten wir jetzt hier machen, dass wir da hinten hinkommen? Kiste runterschmeißen? Nein. Doch. Kiste hier hin? Ich habe eine Idee. Wir schmeißen, bringen die Kiste hier hin und katapultieren uns dann rüber nach rechts. Ich zeige euch mal wie. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Siehst du? Guck mal, der macht einfach Moonwalk. So, wir werden die Kiste nämlich dahin packen. Und dann werde ich mich runterseilen und mich nach links schwingen. Also das ist jetzt mein erster Gedanke, der mir dazu einfällt. Aber nicht runterschmeißen, Digga. Nicht runterschmeißen. Genau so. Hast du das gesehen? Siehst du? Boah, Leute, Alter. Der Öni ist doch nicht so dumm, wie er manchmal scheint. Der hat schon ein kluges Köpfchen hier, ey. Aber die Frage ist, wie kommt Sam rüber? Rücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Rücken sind ja nichts Schlechtes. Alter, wie ist der denn da hingekommen, ey? Ich glaube, der hat sich direkt zu dem anderen Seil hingekatapultiert. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Ja, krass, guck euch mal diese Höhle hier an, hier. Ey. Sam? Wow. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Boah. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Ja, hier geht's auch rüber, Digga. Folg mir doch einfach. Ich hab da richtig ein Gespür dafür. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Alter, was liegt denn da? Ach du Scheiße. Guck dir den mal an. Mach der. Ja! Ist da am Rumschreien. Was ist das? Notiz nehmen. Oha, das lesen wir uns auf jeden Fall durch, Leute. Ich lese mal vor. Es sei gesagt, dass ich Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen, um mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindiefahrers Pembroke überlebt, aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen, um meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen. Hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unterhaften Tod fern von zu Hause zu sterben. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Krass, Alter. Okay. Also er hat schon was von Madagaskar erzählt. Und Uncharted wird auch in Madagaskar spielen, Leute. Das habt ihr auch schon beim Trailer gesehen. Also alle Wege werden bald nach Madagaskar führen. Eieiei. Pass auf, Sam, Junge, komm mit. Dieses super sicher aussehende Holzwürfel-Ding könnte helfen. Versuchen wir es. Wird schon schief gehen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, wie laut das auf einmal hier wird. Chill, chill. Eieiei, was machen wir denn jetzt am besten? Also wenn wir uns hier hin... Oha. Also das wird jetzt ein Laufkampf werden. Warte. Warte, wir müssen noch... Okay, jetzt lauf, 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 lauf. Nee. Nathan, halt! Das geht nicht, du bist zu niedrig. Ja, Sam, wie wär's denn, wenn du hier rüber... Oi. Ich drück es runter. Los. Okay, perfekt. Genau so müssen wir das machen. Ich muss jetzt schnell dahin rennen und springen. Wow. Ja, geschafft. Okay. Boah, das ist knapp. Wow, wow, wow. Alter, was ist denn hier gebaut worden? Glaubst du das?
Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Witte. Na krass, dass alles hier so ausgelegt wurde, dass man immer was hat, ne? Schwerer als ich. Das bezweifle ich. Oh Gott, jetzt genau da drauf schmeißen. Ich hoffe, das passt so. Oha! Alter! Hey, super Sprung! Oh, Mist! Eieiei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spring! Alter Schwede, ey! Ich hab dich! So. Das war ja mal wieder. Weiterer Test erledigt. Verdammt knapp, Moment, Leute! Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt? Wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Alter, guck mal, wo es hier runter geht, Leute. Da ist schon wieder eine Türe, ey. Aber hier kann nichts passieren, weil hier ist kein Rätsel oder so. Gewöhne ich mich nie. Wo sind wir denn hier gelandet, ey? Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Ja. Wieso? Hör auf. Sieh genau hin. Das ist ein Gewicht. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Das sieht aus wie Sucuk. Das müssen die Münzen sein. Da liegt Sucuk. Sind wir uns da sicher? Naja... Ziemlich. Ziemlich muss reichen. Nicht okay, nehmen. Aber nicht nur eine. Nein. Abgier. Schon klar. Nein, nein, nicht nehmen. Bitte sei keine Falle. Eieiei. Und Arschkarte. Ach du Scheiße, ey. Alter, was geht denn hier ab? Wow. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Und da sind die Punkte eingezeichnet, wo wir hin müssen. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine, Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist? Den erwartet das Paradies. Den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ach du Scheiße. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Ah. Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Jetzt es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Ja. Nicht anfassen! Ach du Scheiße, ich hab's gewusst. Oha! Oh mein Gott, Alter! Oh, 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 weg, 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 weg. Oh, das war schlau gemacht, Leute. Das war sehr schlau gemacht.
Eieieiei. Und hier, Freunde, wird es beim nächsten Mal weitergehen. Junge, richtig schlau gemacht hier von Nathan, dass der da gesagt hat, dass er dieses Kreuz wegziehen soll. Die Frau hat es aber fast noch am Ende bemerkt, ja, und dann wäre es alles in die Hose gegangen. Aber so sind wir nochmal brenzlig aus der Situation rausgekommen. Ey, heute war jetzt nicht so eine Folge mit viel Action, aber dafür mit viel Klettern, viel Landschaft. Also viel, dass man da in der Höhle gesehen hat, da die schönen Ecken und Kanten dieser wunderbaren Höhle da mit diesen Felsdingern und so. Das war schon nicht schlecht, muss man wirklich sagen, Leute. Und ja, lasst unbedingt wieder einen Daumen nach oben, da bin ich wieder selber. 15.000 Likes, Freunde, ihr wisst ja, Ritual bei Uncharted, jede Folge muss 10.000 Likes erreichen, Alter. Und ja, Freunde, übermorgen geht's weiter mit dem nächsten Teil. Wie gesagt, ich bin vom 30. bis 5. Juni auf Mallorca und da werde ich, denke ich, auch viel Gaming TV jeden Tag ein Video hochladen. Und ich werde dann, denke ich, in dieser Zeit Uncharted jeden zweiten Tag auch bringen. Also Uncharted wird dann weiterhin jeden zweiten Tag kommen. Nur ich muss halt gucken, was ich dazwischen machen werde. Aber ich werde versuchen, so alles zu halten, wie es jetzt gerade ist auf viel Gaming TV. Jeden zweiten Tag zwei Videos. Aber ich schaue einfach, wie ich das packen werde. Und ja, Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Macht's gut, euer Öni ist raus. Heute Abend kommt noch ein zweites Video. Ich denke mal Black Ops 3. Ich muss mal schauen, wie ich das machen werde. Haut rein, Leute, der Besten. Macht's gut und ciao!